Corona-Krise, Ausgangssperren, Quarantäne, ist 008 wieder ausgebrochen, oder? Oh, hey, na du, komm mal ein bisschen ran. Ich glaube, in diesen harten Zeiten ist es soweit für einen Alltag von 0506 Teil 3. Viel Spaß. Gut, dann fangen wir an. Achtung, es geht gleich. Ich hoffe, sie haben alle Rüstung angelegt. Aha. Was? Hoffentlich fliegt der Ball jetzt nicht rein. 250 und 20. So. Ach so. Gut, das reicht. 250 und 100. Oh Gott. Können Sie die Tür schließen? Ich verstecke mich aber hinter ihm. Können Sie die Tür schließen? Nee, das kann nur er. Ich möchte nicht sterben. Das kann nur er. Ich würde da nicht reingehen. Aua! Oh. Okay. Oh, der war das ausgebrochen. Ist ja gerade bei. Wie ist er hier rausgekommen? Meine Herrschaften, verlassen Sie den Raum. Hey, ja. Lassen Sie mich auch in Ihren Schutzbunker. Herrlich. Nein. Herrlich. Das war's dann wohl mit Ihnen. Ich darf nicht super finden. Oh mein Gott, nein. Stopp. Aua. Tut mir leid, vielleicht. Obwohl, ja. Endlich habe ich den los. Es hat Jahre gedauert, bis ich die Gelegenheit hatte. Naja. Ah. Da ist er ja. Das beste Haustier in der ganzen Foundation. Dann kommt keine Lulu und sonst was ran. Henning. Naja. Ah, hallo, Herr Ehrlich. Das ist tatsächlich meins, genau. Ich nenne es Lumi. Ich muss sagen, es ist ein entzückendes kleines Hündchen. Gucken Sie sich das an. Und jetzt sind jetzt noch. So wackeln wie so. Ja, jetzt nochmal die Öhrchen. Wie jetzt einer noch mal von die Öhrchen. Video oder so. Na? Ah, ja. Das ist doch herzerwärmend. Das schlägt selbst mein Herz höher. Mein Herz. Ach, Sie Neidhammel. Gucken Sie woanders hin, das ist meine. Immer diese Starrer und Gaffer. Ja. So, Lumi. Ich dachte mir, vielleicht setzen wir uns heute mal ran, dir ein vernünftiges Häuschen zu machen, ne? So eine kleine Hundehütte oder so, ne? Das klingt nach was. Guten Tag. Das klingt nach was. Da müssen wir natürlich erstmal das Holz irgendwie herbekommen. Ich bin ja ein Freund vom Handwerk. Etwas Eigenes zu machen, das wird super. Was hier nur passiert ist. Verrückt. Ne. Da hat hier einfach jemand ein gutes Stück Kuchen. Flip. Haben wir richtig rumdrehen, ne? Oh. Sie können sie rühren. Erzählen Sie mal über sich. Ich bin eine Hazmat-Einheit, 25 Jahre alt, komme aus Deutschland. Hobbys? Hobbys hauptsächlich Fußball. Fußball. Ich habe genug gehört. Ich finde das so super, wie während du den Aufzug runterfährst, der Wind dir durch das Fell flattert. Das ist schon episch. Ja. Wir müssen uns langsam Holz besorgen. Wie gesagt, so eine eigene Hundehütte. An der Oberfläche stehen ein paar Bäume. Ich glaube, da kriegen wir viel Holz her. Willst du mir ein bisschen helfen beim Holzhacken? Ja? Gut. Ich bin ja schon ein alter und gebrechlicher Mann. Ich kann das nicht alleine. Ah, ja. Hier ist immer was los. Habe ich was verpasst? Hallo? Er hat einen Tresor auf dem Kopf. Meinst du, da ist Geld drin oder sowas? Geld? Ja, Geld. Ganz viel Geld. Wir sollten da vielleicht mal... Oh. Hallo? Aha. Das finde ich jetzt aber nicht so witzig. Was ich machen kann, kleiner Mann, haben Sie das gerade wirklich gesagt, ja? Kein Problem. Lumi, du tust mir den Gefallen und gehst ein bisschen beiseite, ja? Danke.
weiß nicht. Ich habe da so einige Tricks aufs Lager. Ich habe da zum Beispiel so ein... Kennen Sie Wannsee? Okay, ich hole ein paar Karten raus, okay? Ich zeige Ihnen diese Karten. Ziehen Sie eine Karte. Komm, ziehen Sie eine Karte. König. Sehen Sie? Perfekt. Und jetzt mische ich Sie zurück. Sie haben König Pik gezogen. Jetzt mische ich mal noch ganz kurz durch. So, und jetzt halten Sie sich fest. Ist das Ihre Karte? Es kann sein, dass sich in diesem Raum dort vorne ein sehr, sehr wütender Mann befindet, weil ich seine Existenz versucht habe auszulöschen und sein ganzes Zuhause auseinandergefallen ist. Wir müssen da jetzt ganz vorsichtig dran vorbei, okay? Renn, 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 renn! Renn! Gut, das war doch gar nicht mal so schlimm, wie ich dachte. Das gilt jetzt für solche Tiere und sie müssen ja quasi gar nichts machen. Ich meine, guck dich an. Es reicht, wenn du auf der Stelle tanzt oder dein Pfötchen hebst. Es ist einfach toll. Wie wenig muss man denn machen, um so super zu sein? Was soll das denn? Siehst du? Mach mal irgendwas Tolles. Ja, siehst du? Es sind die kleinen Dinge im Leben. Naja, wo müssen wir jetzt lang? Naja, es sieht schlecht aus. Ich habe keine Axt dabei. Ich hätte zwar ein paar andere Sachen im Angebot. Wir können ja auch einen Baum wegspringen oder mit einem Schwert oder so, ha? Willst du mir damit helfen? Nein, kein Schwert. Hast recht, vielleicht ist das nicht meine beste Idee. Aber wie sollen wir das ohne Axt machen, ne? Meinst du nicht mit einem bisschen Sprengstoff? Ja, Sprengstoff, das klingt gut. Möchtest du mir da helfen? Sehr gut. Na, das nenne ich Teamwork, oder? Wer möchte den Knopf drücken, du oder ich? Du? Okay, dann mach mal. Gut, Schritt zurück. Okay. Das sieht nach viel, viel Holz aus. Perfekt. Na? Ist gut? Guck mal, du hast einen Ast im Mund. Perfekt. Da kannst du mir ein bisschen helfen, das rein zu transportieren. So, das ist auch schon mal eine gute Menge Holz, oder? Damit kriege ich was hin. So, pack mal an. Na, das ist doch was. Ist zwar noch alles ziemlich basic, aber passe ich da auch rein. Warte. Ah. So. Das ist doch was, ha? Hier fehlt vielleicht noch ein guter Anstrich, vielleicht ein paar Sachen, ein Fernseher oder so, ha? So ein kleines Hundebett. Ja, ja. Organisieren wir für dich. So, ein bisschen Blut. So Rotton. Nein, ne? Okay. Wie wäre es mit so einem Weißanstrich, ja? Ja? Das ist auch schon mal der Weißton, den du haben wolltest, oder? Oder doch ein bisschen anders? Nein, ist gut, okay. Wir nehmen einfach Möbel aus der Foundation und schrumpfen sie so klein, dass du sie benutzen kannst. Perfekt, dann machen wir das. Das zum Beispiel ist das Bett von 0511. Ich weiß, es ist sehr, sehr geschmackslos, oder? Guck dir mal die Textur an, oder? Ist es was? Eigentlich nicht, oder? Nee, Geschmackssache ist, aber das sollte erstmal reichen. Der schläft sowieso nicht. Vielleicht wird es ja klein genug, ha? Ja, oder ist zu klein schon, ha? Schon zu klein. Das ist nicht so gut. Hey, ich hab das nicht so gemeint. Oh. Ach Mann, dieses verdammte Haus hat mir alles kaputt gemacht. Komische Minitische, komische Ministühle. Ich besorg für dich ein richtiges Haus, okay? Ich bewege Berge. Das kann mich mal. Acht meiner Gedanken. Ja.
Das sieht ja wirklich sehr abenteuerlich aus, ha? Ach Mann, sie werden so schnell erwachsen. Na, wer sitzt denn da? Hey. Das sieht ja traurig aus. Das wird interessant. Wenn etwas die Freundschaft bindet, dann ist es Klopapier und Desinfektionsmittel in Zeiten wie diesen. Möge das Freundschaftsfeuer auf ewig brennen. Hallo. Darf ich fragen, warum? Nun ist das nicht offensichtlich. Sie verbrennen Toilettenpapier. Wenn eins in diesen Zeiten das Band der Freundschaft definiert, dann ist es, die wertvollsten Güter darauf zu pfeifen und deutlich zu machen, dass die Freundschaft wertvoller ist als Klopapier. Ja. Dieser Herr da hinten hat Drogen konsumiert. Drogen. Her damit. Ja. Geben Sie ihn. Kann ich nicht einen schnellen Tod bekommen? Nein. Sie bekommen keinen schnellen Tod. Lumi, komm mal hier drauf. Komm mal drauf auf den Schoß. Ich brauche moralische Unterstützung. Sehr gut. Also, mein Herr, ich werde Ihnen jetzt erstmal einen vierstündigen Dialog halten. Warum Drogen und besonders Alkohol für die Gesellschaft, wissen Sie, ich fange einfach an, ja, okay? Also, es fing an. ...2000 Jahre später. Gut, schießen Sie bitte in das andere Bein. Ja, das Thema verfehlt. Warum? Ich war nicht der Einzige, der Drogen genommen hat hier. Oh, nicht nur die Zivilisten, nicht nur ich. Und wer noch? Wer noch? Nein, kein SCP. In Dani war noch dabei. Wie hieß der? Welcher? Wie heißt der? Hans, kann das sein? Jürgen oder so. Ist er noch im Dienst? Ja, fällt das. Ich hol mir den. Steht dir, wie du da sitzt. Ich hol mir den anderen auch noch. Ja, richtiger Boss. Daddy, du hast nicht zufälligerweise Interesse daran, diesen Herren zu zerfleischen? Und, keine Ahnung, seine Körperteile ranzunähen. Ja, dann fang mal ruhig an. Kletter bitte in ihn rein und iss ihn auch von innen. Was weiß ich. Lass ihn aber Hauptsache am Leben. Unter größten Qualen. Machen wir weiter. Beunruhigt mich leicht, ja. Zieh zum nächsten. Ja, weiter auf Essen, ja. Ich muss eben meinen Helm abnehmen. Irgendwie muss doch gehen. Ich prügel das in sie ein, okay? In dieser Zeit wird kein Alkohol und keine Droge. Na? Können Sie den Satz vervollständigen? Wird keine konsumiert. Sie Ihren Mund, wo Sie Ihren Mund schon so weit offen haben. Ja, haben Sie schon mal eine Flare Gun gegen Körper bekommen? So ein, ne? Ein Flare, dann stehen Sie mal bitte gerade auf. Wiederbeleben, 2005, ganz schnell, wiederbeleben. So. Ich hoffe nicht nur, dass Sie das spüren, sondern... Wissen Sie, Sie werden jetzt keine Kinder mehr bekommen, weil Ihre Kinder, die jetzt noch leben, werden jetzt sterben, aber selbst Ihre Oma, Ihre Eltern werden diesen Schmerz jetzt spüren. Auch wenn sie tot sind. Ach du Kacke. Naja. Gut, ich würde sagen, es war ein relativ erfolgreicher Tag. Lustig. Ich gehe zurück auf die Malediven.